Moin, moin. Wir machen weiter mit Phoenix Wright. So, Tag 2, Ermittlungen. 7. September 15:11 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Och nö, nicht die. Sie sind's. Hallo. Ich habe nicht erwartet, dass ich in diesem düsteren Loch Besuch bekommen würde. Das ist wirklich bewegend. Nein, Sie stinkender Anwalt. Gehen Sie zum Teufel. Sie sind hier, um sich lustig zu machen. Ja, lachen Sie nur über die gestörte Frau Mai. Nein. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Leider bin ich nicht gewillt, Fragen zu beantworten. Haben Sie noch nicht genug gefragt? Sie, Stahlkopf! Autsch, das hat gesessen. Ich bitte Sie, Sie machen ja sogar dem Wachmann Angst. Nein, was wollen Sie denn von mir wissen? Hm? Zunächst einmal, warum Sie so absolut durchgeknallt sind. Ich wechsle die Stimmung von der einen Sekunde auf die andere. Das ist beängstigend. Dieser Mann. Was den Mann angeht, mit dem Sie an dem Hotelzimmer waren. Können Sie etwas zu ihm sagen? Finde ich ihn. Kommen Sie schon. Vergessen Sie es, Süßer. Ich wünsche, dass Sie das zum Reden bringen würde. Die Wanze. Warum haben Sie mir Ihr Telefon verwandt? Oh, wenn Sie das sagen, klingt das so kalt, so kriminell. Nun, ein fremdes Telefon abzuhören ist eine Straftatsform ein. Oh, ich hätte das von Sie an der Waldschule gelernt. Dieser Frau kann man nicht reden. Ihre Einstellung. Sagen Sie, warum sind Sie so aufgebracht? Ich meine, Sie sehen nicht wie ein böser Mensch aus. Jetzt reicht es mir! Sie kriecherische, dreckerfressende Berichtsvertreter! Dreck? Ich weiß nicht. Hat sie was gegen Anwälte oder nur speziell gegen mich? Okay, die Dreck. Partner rein. 7. September, Anwaltskanzlei, Fay und Partner. Anscheinend hat sich die Spurensicherung den Tag freigenommen. Inspektor Gumshoe ist nicht zu sehen. Die Polizei hat die ganze Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass hier noch was Brauchbares zu finden ist. Naja, es kann ja nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Meine juristischen Bücher passen da beim besten Willen nicht rein. Alle Fälle der Chefin sind hier archiviert. Ob da wohl einige Fälle fehlen? Na, das bilde ich mir nur ein. Mias Lieblingstopfpflanze. Ich schätze, die werde ich jetzt gießen müssen. Der Himmel ist blau. Meine Laune könnte auch heute bei Drinks vertragen. Da ist das Hotel. Gleich gegenüber. Aber ich glaube nicht. Mias Schreibtisch. Perfekt aufgeräumt. Wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist mir. Ich glaube, hier werden wir nichts erstmal finden. Also gut. Sagen wir mal, Grossberg, hallo. 7. September, Anwaltskanzlei Grossberg. Hui, sieht aus, als wäre Grossberg heute nicht da. Wieder mal. Aber, das Bild ist weg. Vielleicht geht er mir aus irgendeinem Grund aus dem Weg. Einen Moment mal. Hing da nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja, ja. Auf dem Bild sah man Fischer. Irgendwas, nicht wahr? Es war jedenfalls nicht sehr einprägsam. Ein Typ mit einem Strohhut. Was haben wir da? Was ist das? Alte Fotos? Hier liegen zwei herum. Da ist was mit Bleistift auf die Rückseiten geschrieben. Fall DL6, Beweisstück A und B. Sehen wir uns das mal an. Beweisstück A. Ich bin mir sicher, diese Person schon mal irgendwo gesehen zu haben. Vielleicht leihe ich mir das Foto mal aus. Ein kleines Foto wird bestimmt niemand vermissen. Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich nehme es erstmal mit. Moment. Was ist das andere Foto? Hä? Den kennen wir. Also nehmen wir das mit. Weil da ist ein Mann. Und das könnte uns nützlich sein. Gehen wir nochmal nachher Hotel Gatewater. 7. September, Hotel Gatewater, Zimmer 303. Ah, herzlich willkommen, mein Herr.
Beeindruckende Vorstellung heute, wenn ich das anmerken dürfte. Oh, danke. Tut mir leid, dass ich Sie so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, nein, überhaupt nicht, mein Herr. Ihre heutigen Bemühungen werden den Ruf des Geldwurters sehr zuträglich sein. Hä? Ruf? Ja, wir werden als das Hotel bekannt, in dem der Mörder eine Wand versteckte. Wir können einen Aufschlag für das Zimmer verlangen. Ist gut fürs Geschäft, mein Herr. Wow. Wow. Frau May wurde nicht des Mordes angeklagt. Auch ich werde berühmt werden. Der Page, der dem Mörder Eiskaffee brachte. Warum habe ich das Gefühl, als stecken wir im selben bösen Traum? So, Sie sind unser Ehrengast. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie etwas wünschen. Dann reden wir nochmal. Frau May. Zu Frau May. Ach, Sie? Mein Herr, ich will es ja nicht angeben. Aber als ich Sie sah, wusste ich, Sie würde es tun, sagte ich. Würde was tun? Langsam glaube ich, der Typ hier ist hier der Hauptverdächtige. Der Mann bei Frau May. Ich wollte Sie nach dem Mann fragen, mit dem Frau May zusammen hier war. Ah ja, er schien mir ein echter Ladykiller zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich wusste es in dem Moment, als ich ihn sah, mein Herr. Er und ich sind aus dem selben Holz geschnitzt. An uns haftet der Geruch von Gefahr. Da sind wir mal einer Meinung, Sie Psychopage. Wenn Sie ein Foto von diesem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Ein Foto? So, das Hotel. Können Sie mir etwas über dieses Hotel erzählen? Aber gerne. Zu diesem Thema habe ich eine vorzügliche Idee. Derzeit ist dieses Hotel als das Gatewater bekannt. Ich schlage vor, dass wir das einen Untertitel hinzufügen. Ein Untertitel? Das Hotel Gatewater. Eine Mordresidenz. Nun, was denken Sie? Klingt toll. Was auch immer du in deinem Tee hast. Okay. Wir haben eben ein Foto eingesteckt. Sehen Sie sich dieses Foto an. Das ist der, Inspektor. Ich bin der Anwalt. Ja, ich weiß doch. Ich wollte nur einmal Inspektor sagen. Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Kein Zweifel, das ist der Mann, der mit Frau Apulmai eincheckte. Wie wäre es, soll ich eine Erklärung abgeben, dass er es ist? Eine Erklärung? Dieser Kerl ist viel zu begeistert von dem Zeug. Schreib's auf. Nun sicher, warum nicht? Ja, ich wollte schon immer mal eine Erklärung abgeben, mein Herr. Ab sofort bin ich bekannt als der Page, der die Erklärung abgab. Beeilen Sie sich mit dem Schreiben. Nicht einmal Frau May kann sich jetzt noch umstellen. Auf zur Strafanstalt. Sie schon wieder? Verdurften Sie so schwer zu verstehen? Nee, der einzige Grund, warum ich zurück bin, ist Ihre Weigerung zu kooperieren. Oh, also das ist jetzt meine Schuld, oder wie? Wir haben nicht nur einen starken Kopf, sondern auch ein dorniges Herz. Das reicht. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, rasiere ich mir den Schädel. Oh, das wird nicht so prickeln. Naja. Erstmal. Guck mal, wer das ist. Sehen Sie sich das mal an. Hören Sie, ich habe Ihnen damals gesagt, dass ich nichts sage. Die Reaktion ist nett. Wo haben Sie... Aha, eine Reaktion. Das ist er, nicht wahr? Was? Wer? Mann? Wieso? Er ist es. Das ist der Mann, der die Mord noch mit Ihnen im Hotelzimmer war. Nein, das ist nicht wahr. Netter Versuch, Fräulein. Kooperativ. Können Sie es beweisen, dass er das ist? Ja, Beweise! Zeigen Sie mir Beweise! Ich bin ganz nah dran. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Er erzählt mir von dem Mann, der mit Ihnen eincheckte. Er sagt uns, wer es war. Jetzt komme ich voran. Insistieren. Ja, machen wir mal. Jetzt habe ich sie. Alles oder nichts. Zeit für ein kleines Täuschungsmanöver. Zwecklos, sich umzustellen, wenn das überhaupt eine Vorstellung ist. Wenn Sie nicht reden, spiele ich das Foto der Presse. Was? Auch wenn er nur Zeuge eines Mordes gewesen ist. Er ist untergetaucht. Ich bin mir sicher, dass die Presse ihn in der Luft zerreißen würde bei dem Ruf. Oh. Na gut, ich werde reden. Sie haben gewonnen. Ja, Mann, das fühlt sich gut an. Das Leben kann doch schön sein. Warum schlagen Sie mir Flasche in die Luft? Nun,
Erzählen Sie mir von dem Mann, mit dem Sie im Hotel waren. Dieser Mann, er ist mein Chef. Red White, Präsident des Informationsdienstes aus Volkau. Red White? Informationsdienstleister? Nun, ich denke, man könnte es auch als Detektivagentur bezeichnen. Das war also der Mann, der in der Nacht des Mordes bei Ihnen war? Ich habe Angst vor ihm. Ich will nicht enden wie Sie. Hä? Das ist in Ordnung. Ich werde Herr Wright persönlich befragen. Können Sie mir sagen, wo ich Blutkopf finden kann? Herr Red White, endlich. Endlich habe ich die Spur zu diesem Typen aufgenommen. Wenn April Myers nicht getan haben kann, dann bleibt nur er als Täter übrig. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Na dann. Moment. Vielleicht kann ich nochmal mit dir labern. Immer nachprüfen. Nee. Dann aber alles. Schauen wir noch bei Crossberg vorbei. Okay, so langsam wird es lächerlich. Wo zum Teufel steckt dieser Faulpelz? Ah, das alte, vertraute Räuspern. Ah, Sie schon wieder. Oh, hallo, Herr Grossberg. Nun gut, Sie waren nicht schlecht, mein Junge. Entschuldigung? Die Verhandlung, die Verhandlung. Er war da? Erinnerte mich an mich selbst, als ich noch hier war. Ich schätze, mir hat er etwas weitergeleitet, oder? Das weckt Erinnerungen. Ja, wirklich. Meine Jugendfreitage. Wieder Geruch frischer Zitronen. Verstehen Sie? Verzeihung. Hä? All das war wohl ein wenig zu viel für mich, mein Junge. Als ich sie heute sah, Ich weiß, Erinnerungen zu schätzen. Aber lieber sind mir Handwerksinformationen. Heutige Verhandlung. Also sind Sie gekommen, um bei der Verhandlung beizuwohnen? Ja, genau. Etwas hat mich letzte Nacht so beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte. Wirklich? Was war es? Nun, sehen Sie, es war Mias Schwester, das arme Mädchen. Mein Junge, ich schulde Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Wenn Sie so besorgt waren, warum haben Sie nicht angeboten, sie zu vertreten? Genau, die Ablehnung. Ich habe schon einmal gefragt, warum Sie die Verteidigung nicht übernommen haben. Ich denke, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ein Recht, Herr Wright? Nein, nein, tut mir leid. Es ist nur, ich brauche mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Er scheint sich wegen etwas Sorgen zu machen. Vielleicht will ich etwas, das ihn zum Reden bringt. Das Bild. Neulich bin ich mir sicher, hing da noch ein prunkvolles Bild an der Wand. Prunkvoll? Nun, Sie wissen schon, was ich meine. Wo ist es jetzt? Ja, nun, ich bin es losgeworden. Ich hatte mich daran satt gesehen. Wirklich. Ich habe es verkauft. Wissen Sie? Ja, genau. Hat er gesagt, dass er es überhaupt nicht verkaufen will? Das stimmt was nicht. Verkauft? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das abkaufe. War Ihnen das Bild nicht wichtig, Herr Grossberg? Ist etwas passiert? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Bitte, sprecht mir nicht mehr von dem verfluchten Bild. Ich habe nicht... Ich... Da stinkt wirklich was. Okay, mal sehen, ob wir irgendwelche Beweise gegen ihn haben. Entschuldigung, ich frage mich, dieses Foto. Woher haben Sie das? Geben Sie es mir zurück, sofort. Ich bedauere es, ohne Ihr Wissen genommen zu haben. Aber ich muss es wissen. Wer ist dieser Mann? Er war höchstwahrscheinlich in Elke Meisters Zimmer in der Nacht des Mordes. Was sagen Sie da? Sind Sie ganz sicher, mein Sohn? Was hat Ihnen so irritiert? Entschuldigung, aber ich muss Sie bitten, hier zu gehen. Ich muss allein sein. Jetzt schweigt er wie ein Grab. Wie ein wirklich stilles Grab. Ich denke, ich sollte das Foto zurückgeben. Okay, das Foto brauchen wir auch eh nicht mehr. Aber was gibt's noch im Raum? Nö, nix. Alles gut. Sagen wir mal, Blutkorb, hallo. 7. September, Blutkorb, Inc. Büro des CEO. Also des Big Boss. Den vollen Begriff von CEO kenne ich zwar nicht, aber CEO ist halt der Big Boss einer Firma. Stimme ölen. So viele Stimmen sprechen strengt an.
was soll diese surreale Ausstattung? Willkommen! Würden Sie mir bitte den Ihrer Person zugeringten Titel nennen? Was zum... Ihren Namen? Wie heißen Sie? Ich habe erkundigungshalber nach Ihrem Titel gefragt. Wright. Phoenix Wright. Erkundigungshalber? Herr Wright, richtig? Okay, verstehe. Prächtig. Vielleicht habe ich Sie ein wenig mit meinem gigantösen Vokabular eingeschüchtert. Was hat der für ein Problem? Ich bin Red Wright, CEO von Blue Corp. Sie wissen Corporate Expansion Official? Meine geschäftlichen Unterlagen öffnen mir Kontakte zur Elite der Elite. Deswegen bin ich es nicht gewohnt, mit verbal Eingeschränkten zu sprechen. Was für ein Spinner. Lassen Sie mich raten. Sie sind ein Anwalt, der gerade mit dem Studium fertig ist. Das ist die einzige Erklärung, warum Sie einfach so ankommen, um mich zu treffen. Was meint er damit? Egal. Also, was möchte ein so mächtiger Anwalt von einem Mann wie mir? Schade. Die Arroganz dieses Typen springt ja jedes Mal. Aber wie? Romai. Romai ist ein Mitarbeiter im Korb, nicht wahr? Korrekt. Sie war meine Sekretärin. Es war ein Schock zu hören, was sie getan hat. Was sie getan hat? Sie meinen die Wanze? Genau. Sie wird dafür bezahlt, ans Telefon zu gehen. Nicht fürs Abhören. Teil ihrer Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln. Aber ich versichere Ihnen, dass wir nichts Illegales dulden. Es ist unsäglich, dass Sie das getan haben. Klingt so, als möchte Frau Meister so einen Bock machen. Die Mordnacht. Waren Sie in der Nacht des Mordes im Hotelzimmer von April Mai? Wer weiß. Ich achte nur selten auf die realen Details hier ordentlich Zeit. Mein Motto lautet, sorg dich nicht, sei glücklich. Dennoch, Herr White, der Hotelpage hat ausgesagt, dass es sich eindeutig an Sie erinnert. Egal, der Page kann sagen, was er will. Ich werde nicht mit Ihnen reden. Wenn Sie mit mir reden möchten, dann rufen Sie mich in den Zeugenstand. Obwohl ich bezweifle, dass Sie dazu in der Lage wären. Da bringt eigentlich eine gute Frage auf. Warum hat die Anklage ihn nicht als Zeugen aufgerufen? Er hätte dasselbe sehen müssen wie April May. Ohohoho. Die Polizei, die Gerichte sind für mich Spielzeuge. Sie dienen nur meiner Unterhaltung. Aha. Quatsch mal mit dem Blutkorb aus. Was für eine Firma ist Blutkorb eigentlich? Oh, ausgezeichnete Frage. Wir kaufen und verkaufen diverse Informationen. Wir sind ein Unternehmen der Zukunft. Man könnte sagen, wir sind die Zukunft. Informationen verkaufen. In nur 10 Jahren habe ich dieses Unternehmen zu diesem großartigen Büro aufgebaut. Ach, falls Sie es sich gefragt haben, wurde Blutkorb nach der Farbe Blau benannt. Ich, Red White von Blutkorb, habe es als Gründer und CEO so genannt. Und warum? Natürlich, weil ich die Farbe Blau mag. Fabulös, nicht wahr? Ja, sehr fabulös. Das Bild. Sieht man links von Ihnen. Da gibt es etwas, was mich beschäftigt. Ja, was sollte das denn sein? Das große Bild an der Wand dort. Ich hab's schon mal gesehen. Wissen Sie, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen. Ach ja? Erst gestern, um genau zu sein. Und was wollen Sie damit sagen? Es ist ganz einfach. Das heißt, meine Frage ist einfach. Warum hängt dieses Bild an Ihrer Wand? Herr Wrong, richtig? Right. Es scheint mir, dass Sie Ihre Position hier nicht verstehen. Nochmal, wer sind Sie? Ein Anwalt? Nein, mein schwacher Freund. Bloß ein Anwalt. Nichts wert. Nulliger. Nicht nada. Genau wie diese Karikatur von Anwalt Grody Burger. Was? Er hat mich geschlagen. Und nun, Herr Rechtsanwalt, verklagen Sie mich jetzt aber wegen Körperverletzung? Nur zu. Ich freue mich darauf. Denn man wird Sie schuldig sprechen. Was? Machen Sie meine Darlegung, die Polizei, die Gerichte. Sie hören alle auf mich. Wie Sie meinen. Aber ich frage mich, ob diese Art der Kontrolle wirklich möglich ist. Ich erwarte nicht, dass Sie das Papier, diese Welt, jedes Ihres Intellekts. Ich nehme an, Sie kommen von Grody Burger, richtig? Herr Grossberg, ja. Dann müssen Sie ihn fragen, warum hängt dieses Bild von ihm hier? Vielleicht wird es ihn dann sagen. Vielleicht wird er erklären, wie man nur für persönlichen Profit leben kann. Geh jetzt, verzieh dich. Mehr gibt's nicht zu bereden. Dann lass mal den Hund mal in Ruhe. Nanu? Ich glaube nicht, dass man merkt, dass ich hier stehe. Vielleicht sollte ich
Mich weiß man. Gütiger Himmel! Ach, süßes! Was gibt es? Sie sahen so versunken aus, wie ein alter Mann am Ende seiner Tage. Ich bin doch nicht senil. Ich dachte nur über all diesen Schlamassel nach. Irgendwas das beschäftigen wirklich. So viel ist sicher. Nochmal über die Verhandlung. Sie wollten sich also den Prozess ansehen? Ja, genau das wollte ich. Letzte Nacht hat mich etwas zu sehr beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte. Tatsächlich? Was war es? Nun, sehen Sie, es war Mias Schwester, das arme Mädchen. Mein Junge, ich schulde Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Das kennen wir schon. Ich wüsste nicht, was getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Die Ablehnung. Ich habe Sie das schon mal gefragt. Warum haben Sie es abgelehnt, Sie zu verteidigen? Ich denke, ich habe das Recht erfahren. Ein Recht, Herr Ryan? Nein, nein, tut mir leid. Ich brauche einfach mehr Zeit, um mir das zu überlegen, Junge. Langsam habe ich das Gefühl zu wissen, worum es geht. Herr White. Also, ich habe Blue Corp einen Besuch abgestattet. Ja, oh, ich verstehe. Herr Grossberg, ich muss zugeben, mir ließ etwas keine Ruhe. Ach ja, was denn? Nun raus damit, Junge. Verstehen Sie, es ist... das große Bild. Herr Grossberg, genau dort hing neulich ein riesiges Bild, nicht wahr? Das, von dem Sie sich nicht trennen wollten. Ich hab's gesehen, heute. Es hing bei Blue Corp im Büro des Geo, im Büro von Red White. Es ist Ihnen also aufgefallen. Das Bild ist unübersehbar. Davon hätte ich wohl ausgehen müssen. Schließlich ist es ein großes Bild. Herr Grossberg, ich weiß, Sie und Herr White stehen irgendwie in Verbindung. In Verbindung, sagen Sie? Ja, und ich weiß auch, in welcher. Er erpresst Sie. Herr White hat etwas gegen Sie in der Hand, nicht wahr? Erpressung? Ich denke, das Bild ist ein ziemlich klarer Beweis. Nun gut, das könnte die heißersehnte Chance sein. Vielleicht sollte ich es loswerden, damit ich endlich wieder ruhig schlafen kann. Schließlich waren Sie Mias Stellvertreter. War es vielleicht Schicksal? Wovon redet er? Red White verdient sein Geld damit, dass er andere einschüchtert. Blue Corp ist eine Firma, die darauf spezialisiert ist, die Schwächen anderer zu finden. Ich zahle jetzt schon seit 15 Jahren an Sie. 15 Jahre? Alles wegen des Falls DL6, wie Sie schon vielleicht gedacht haben. Der Name auf der Rückseite dieser Fotos. Ja, und Fall DL6 wird uns noch später beschäftigen. Wie Sie vermutet haben, wollte ich mich aus diesem Grund nicht verteidigen. White hat mich auch zerstört. Das ist also die Verbindung. Es fällt mir schwer, Ihnen das zu erzählen, mein Junge. Aber Red Wright's Macht wird nahezu unmöglich sein. Unmöglich? Warum? Er besitzt Informationen über alles und jeden. Dadurch hat er alle fest im Griff. Die und Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Polizist und Politiker. Was? Denen sind die Hände gebunden. Sie können sich selbst und Sorgen nicht schaden. Schauen Sie mich nicht so an. Was Sie sehen, ist die Last vieler Jahre. Der DL6-Fall. Wie gesagt, er wird uns nochmal begegnen. Worum geht's im Fall DL6? DL6 ist nur das Aktenzeichen der Polizei in diesem Fall. Es geschah vor 15 Jahren. Ich erhielt eine Anfrage von einem Medium. Ein Geistmedium. Ein Medium? Ihr Name war Misty Fane. Fail? In der Tat. Es war Mias Mutter. Sie untersuchte einen Mord im Auftrag der Polizei. Und sie scheiterte. Die Polizei bezeichnete sie daraufhin als Betrügerin. Davon hat man ja neulich gesprochen. Ich habe alles für sie getan. Schließlich wurde ihr nichts mehr vorgeworfen. Jeder Mordfall wurde jedoch bis heute nicht aufgeklärt. Dieser Fall ist der Fall DL6. Erpressungsgrund. Aber warum wurden sie deshalb erpresst, Herr Grossberg? Der Fall DL6 war damals streng geheim. Das war richtig. Die Polizei wollte nicht, dass jemand vom Einsatz des Mediums erfuhr. Sie konnten es niemandem wissen lassen. Aber jemand fand es heraus. Ich habe es ihm gesagt. Sie haben es White gesagt? Er wurde gereicht, Mann. Heute ist mir das immer noch peinlich. Weil ich geredet habe, wurde die Polizei weit und breit verspottet. Im Geheimen suchten sie nach dem Verräter. Natürlich erfuhr White davon. Der kam zu mir. Nur diesmal war das Angebot Erpressung. Verstehe. White nennt das Gesetz dieses Landes, wie sie beliebt. Nennen Sie ihn doch nur herausfordern werden. Nehmen Sie Mias Büro genau unter die Lupe. Mias Büro? Sie hat jahrelang all seine Bewegungen verfolgt. Vielleicht hat sie etwas gefunden. Dann auf zum Büro. Der Fall wird fünfmal zum Mal interessanter. So, Stimme.
Ja, ihr habt gerade meine Plastikflasche gehört. Mensch, Grossenberg ist anstrengend zu sprechen. So. Es ist seltsam hier zu sein. Dieser Raum scheint so normal. Schwer vorzustellen, dass hier ein Mord geschehen ist. Herr Grossberg sagte, dass es hier noch Beweise gibt. Vielleicht sollte ich noch einmal nachsehen. So. Ich habe ja ihre... All die Fälle, an denen die Chefin gearbeitet hat, sind hier archiviert. In alphabetischer Reihenfolge. Dann wollen wir mal sehen. Welche Akten soll ich mir denn anschauen? A bis I. Mal sehen, ob hier ein Fall mit dem, der mir weiterhilft. A, B, F. Das ist die Faye. Das ist Mias und Mayas Mutter. Ich habe wirklich hineinschauen. Lesen. Alles, was uns hilft, ist wichtig. Ich habe den Namen Faye beschmutzt. Mit diesen Worten verschwand meine Mutter. Ich wollte diejenigen finden, die meine Mutter zu diesen Worten getrieben haben. Mit der Gabe unserer Familie bin ich mit dem Toten in Kontakt getreten. Schließlich erschien mir die Namen zweier Männer. Einer war Herr Grossberg, ein Anwalt, der sein Wissen über meine Mutter teuer verkaufte. Der andere war derjenige, der dieses Wissen an die Presse verkaufte. Dieser Parasit, dessen Vermögen auf Drogen und Erpressung basiert. Sein Name ist... Die Akte endet hier. Also kannte mir Grossberg. All die Fälle, an denen die Chefin gearbeitet hat. Dann schauen wir uns jetzt mal J bis S an. Mal sehen. J bis S. Nichts Besonderes hier drin. Vielleicht sollte ich einige Fälle mal überfliegen. Ah, naja. Es kann ja nicht schaden, ein bisschen herumzublättern. Ja, das stimmt, Phoenix. Ein bisschen im Dreck wühlen hat niemanden geschadet. Der größte Batzen steht im Buchstaben S. Selbstmord? Oha. Sie haben eine Sammlung von Selbstmordberichten. Wir sind Politiker, Polizisten. Auf den meisten sind noch Bleistiftnotizen. White? Das ist Mias Handschrift. Moment, ich hab's. Mia dachte, er wäre in diese Selbstmorde verwickelt. White trieb sie alle in den... Ich kann diese Zeitungsausschnitte verwenden. Welcher ist denn hier der auffälligste? Zeitungsausschnitt, jawohl. Dann schauen wir doch mal. Artikel über den Selbstmord eines Politikers. Darüber wurde das Wort White geschrieben. Also, nur das. Wahrscheinlich ein besonderer Politiker. So, noch einmal überprüfen. Welche Akten soll ich prüfen? T bis Z. Mal sehen, ob wir unter... D. Ich weiß. W. White. Der gesamte Buchstabe W fehlt. Hat jemand die Akte entfernt? Alles klar, wir wissen alles, was wir haben. Okay. Mal sehen. Offenbar wird Frau Mai gerade verhört. Ich glaube nicht, dass ich sie heute noch sprechen kann. Okay. Gatewater. Mal sehen, ob wir hier noch was finden. Der Page scheint nicht da zu sein. Hä? Dieses Geräusch von laufendem Wasser in der Dusche. La di da, money making, money making. I got the money making blues. Da hat ja jemand mächtig Spaß beim Baden, beim Bad putzen. Okay, vielleicht finde ich ja noch was. Der Schraubenzieher steckt noch immer in der Schublade. Den fasse ich besser nicht an. Wer weiß, was mir der Page antun würde. Oh ja, das ist der Schraubenzieher, der die Wanze am Telefon des Opfers befestigte. Na gut. Grossberg. Also dann präsentiere ich mal den Zeitungsartikel. Das habe ich in Mias Akten gefunden. Das also gegen Red White Avenue, wie ich mir dachte. Nun, wenn Sie ihn herausfordern möchten, können Sie ihm das Gericht vorzeigen. Eine schlechte Idee. Also gut. Dann reden wir nochmal mit dem Herrn White. Blue Corp. Nun, sind Sie aber beharrlich. Tut mir leid, aber ich muss Sie etwas fragen. Herr Rechtsanwalt, ich verabscheue es wirklich, mich wiederholen zu müssen. Aber irgendwie haben Sie es immer noch nicht kapiert. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie meine Geduld weiter strapazieren, könnte Ihnen etwas zustoßen. War das einigermaßen deutlich? Glasklar. Wenn nur noch. Wieso sind hier die Haken weg? Egal, wir machen das nochmal durch. Wir haken an. Ich glaube, über Apfelmehl müssen wir nicht mehr reden. Ich muss mich halt ordentlich zusetzen. Schnell. Was ist los? Sie scheinen erschüttert zu sein. Die Mordnacht. Dieser
dieser Profi, dieser Typ ist ein Profi, meine Güte, Leute. Ich muss den Kerl schnell kurz zu setzen. Hören Sie mal auf, Ihr wütender Blick macht mir Gänsehaut. Erpressung. Es ist nur sein Besuch verlogen, Menschen eine ehrliche Frage zu stellen. Ich brauche Beweise, die ich als Munition benutzen kann. Was ist los? Lebt ihr mir das Gesicht? Aber ja, das sind meine Augen, meine Nase, mein Mund. Aber natürlich spaß ich. Sie müssen Ihre Heiterkeit nicht unterdrücken, Freund. Es ist in Ordnung, sich meinen Sinn vorher hinzugeben. Ich werde sie trotz machen. Dann? Was? Also, sein Sinn für Humor ist grausig. So. Zeitungsausschnitt. Das ist der einzige Hinweis, den ihr mir hinterlassen habt. Ich sollte ihn wohl besser nutzen. Herr White, sehen Sie das? Ein Artikel über den Selbstmord eines Politikers. Hat geheime Regierungsgelder unterschlagen. Eines Tages wurde es der Presse gesteckt. Am nächsten Tag nahm man sich das Leben. Und was hat das mit mir zu tun? Ich habe diesen Artikel in Mias Büro gefunden. Frau Mia? Sie hat eine Akte voll mit solchen Artikeln. Auf jedem dieser Artikel stand ein einziges Wort als Sie. White. Okay? Herr White, ich weiß das, was Sie dem Politiker angetan haben. Sie haben ihn erpresst. Erpressung? Und nicht nur ihn. Sie haben hunderte andere bedroht und benötigt. Sie waren an allen Selbstmordfällen beteiligt, die wir untersucht haben. Diese Firma ist auf Erpressung spezialisiert. Ich habe recht, nicht wahr? Was für eine bizarre Anschuldigung, Herr Wong. Was soll das sein, was Sie da machen? Gegen mich ermitteln? Nein, nein, ich glaube nicht. Sie sollten den suchen, der mir gedrückt hat. Er steht genau vor mir. Ist doch wohl ein Büro des Sekretariats? Hallo? Herr Wong wird uns jetzt verlassen. Ja, Sir. Ich schicke Ihnen sofort jemand. Augenblick noch, Herr White. Sie liegen falsch. Sie liegen falsch, Herr White. Wie bitte? Ich sollte Sie jetzt zur Strecke bringen. Was genau wollen Sie andeuten? Mir ist Ihnen auf die Schliche gekommen. Sie hatte sie im Visier. Deswegen ließen Sie April Mai das Telefon anzapfen. Dann wurde mir ermordet. Auf mysteriöse Weise kamen alle Dokumente über Sie weg. Also wäre der Täter... Jedes Kind käme drauf, Herr White. Sie haben es getan. Büro des Sekretärs. Wir brauchen keine Begleitung für Herr Wong. Verbinden Sie mich stattdessen mit dem Büro des Staatsanwaltes. Natürlich, Sir. Einen Moment bitte. White, sind Sie das? Was soll das für mich zu sein, dazu? Hallo, Herr Oberstaatsanwalt? Ich habe es mir überlegt. Ich möchte morgen aussagen. Was soll das jetzt? Der Fall, BFA. Ich war Zeuge des Mordes. Verstehen Sie? Deshalb würde ich als sehr wichtiger Zeuge gerne aussagen. Was? Warum das jetzt? Hatten Sie nicht gesagt, Sie wollten nicht vor Gericht? Still jetzt. Hab ich doch gesagt, ich hätte es mir anders überlegt, oder? Ach, und noch etwas. Schicken Sie sofort die Polizei her. Der Mann steht direkt vor mir. Er sieht enorm aus. Könnte aber gewalttätig sein. Was? Welcher Mann? Hören Sie überhaupt zu? Der Henker. Der Attentäter. Der Killer. Der Mördermann. Was? Herr White, das ist nicht wieder einer von diesen... Herr Oberstaatsanwalt, ich denke, Sie sind nicht in der Position, mir gegenüber Ihre Meinung zu äußern, oder? Ich sage Ihnen, dass Sie die Polizei schicken sollen. Sofort! Oh, klasse. Habe ich jetzt eben nicht gesagt, Herr Wong? Bloß ein Anwalt. Genau wie Madame Mia. Wie können Sie es nur wagen? Ich werde mit dem Finger auf Sie zeigen und Sie werden des Mordes an mir angeklagt. Der Fall ist gut wie durch. Kein Grund für Anwalt wird sie verteidigen. Ich habe Freunde bei der örtlichen Anwaltskammer. Wir halten den dermaßen fähigen Anwalt, dass selbst sie noch kompetent erscheint. Kompetent, sorry. Mir ist schwindelig. Inspektor Gumshow, zu Diensten, Sir. Ah, Butz, Harry Butz. Wright eigentlich, Phoenix Wright. Mein Freund heißt Larry. Ah, richtig, sorry, Kumpel. Butz war der Mörder, richtig? Nein, er war unschuldig. Inspektor Gumshow, dies ist der Mann, der Frau Mia Fey getötet hat. Was? Nehmen Sie diesen ekelhaften Menschen in Gewahrsam. Leben Sie wohl, Herr Wong. Glitzer nicht mit deinen Zähnen. 8. September 1537, Strafanstalt, Besucherraum. Ich kann es nicht glauben. Die erste Gerichtsverhandlung in der... ist erst einen Tag her. Meine Verhandlung beginnt morgen. White wird mir eine Falle stellen. Und die Anklage wird sich natürlich darauf stürzen. Edgeworth inklusive. Gestern ist mir offiziell ein Pflichtverteidiger zugewiesen worden. Ich habe abgelehnt.
Ich hatte eine Idee. Wright! Herr Wright! Oh, Maya. Großartig, Sie haben sie aus der Haft entlassen. Ja, es gerade eben. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Ach was, ich fürchte, wir haben bloß die Plätze getauscht. Wie bitte? Wollen Sie damit sagen? Ich erklärte Maya, was geschehen war. Ich kann es nicht glauben. Wie viele Menschen muss dieser Mann noch zerstören, bis es ihm reicht? Meine Mutter, meine Schwester. Und jetzt Sie. Das geht zu weit. Mr. Wright, sagen Sie mir was, wenn es etwas gibt, was ich tun kann. Nun. Verteidigen. Nee. Helfen Sie mir hier raus. Gut, okay. Hören Sie gut zu. Ich möchte, dass Sie mir helfen, hier rauszukommen. Sie meinen einen Ausbruch? Ja. Heute ist unsere einzige Möglichkeit. Einverstanden. Hä? Ich besorge dann mal eine Feile, solange wir die Geschäfte noch geöffnet haben. Oh. Oh, und eine Strickleiter. Und ein Fluchtauto. Können Sie fahren? Warten Sie. Was? Ich mach nur Spaß. Das kann nicht sein. Doch, es war ein Scherz. Danke. Gut zu wissen, dass Sie auf meiner Seite sind. Es gibt wirklich nichts, was ich für mich tun kann. Aber ich kann nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Ich muss diesem Typen mal meine Meinung sagen. Nur ein bisschen. Einverstanden. Dann kommen Sie doch morgen zur Verhandlung. Okay, ich werde da sein. Den werde ich zeigen. Ein neues Jahrtausend. Ja, mit dem Verbrechen ist es noch das gleiche Leier. In Wahrheit ist es schlimmer geworden. Da sind langwierige Verhandlungen unrealistisch. Vor ein paar Jahren wurde ein Limit von 3 Tagen für Erstverhandlungen eingeführt. Fast alle enden am ersten Tag. Meist mit einem Schuldspruch. Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst mal auf der Anklagebank lande. Morgen wird der wahre Täter als Zeuge aussagen. Das ist es dann. Er oder ich. Fortsetzung folgt. Morgen geht's weiter.